Machen wir uns nichts vor, Sie können nicht immer an der Börse gewinnen. Aber es gibt einen großen Fehler, den die meisten Trader machen. Und wenn Sie es schaffen, diesen Fehler auszuschalten, dann haben Sie eine sehr gute Chance, dass Sie zu den 10% gehören werden, die regelmäßig an der Börse verdienen. Und genau um diesen Fehler, dem gehen wir jetzt auf den Grund. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für Sie. Sie werden Fehler machen. Die gute Nachricht ist, das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Wenn Sie nur diesen einen Fehler nicht machen, der wirklich vielen Tradern richtig viel Geld kostet, das ist der Fehler, über den wir jetzt sprechen. Und jeder macht Fehler. Das ist einfach so. Da kommen Sie nicht drum rum. Es ist mir zum Beispiel schon passiert, dass ich irgendwie eine Order nicht gelöscht habe und auf mal hatte ich eine Aktie im Depot, die ich eigentlich gar nicht mehr haben wollte. Sowas kann passieren. Oder man liest vielleicht den Markt falsch, man ist noch eher long eingestellt, obwohl sich der Markt schon längst im Abwärtstrend befindet. Es gibt viele Arten von Fehlern. Die meisten Fehler, die sind ärgerlich, die kosten ein bisschen Geld und wahrscheinlich noch mehr Nerven. Um auf den größten Fehler zu kommen, müssen wir uns erstmal Gedanken darüber machen, was das Schlimmste wäre, was uns passieren kann. Und das Schlimmste, wenn wir mal überlegen, um traden zu können oder um an der Börse investieren zu können, da brauchen wir was? Wir brauchen Geld. Das Geld ist unser Werkzeug. Und ohne Kapital sind wir raus aus dem Spiel. Das heißt, Kapitalerhalt steht eigentlich an erster Stelle. Noch vor Gewinnen, das ist ganz klar, ne? Und wir brauchen das Kapital, um arbeiten zu können. Und wenn Sie es schon alleine schaffen, nicht zu verlieren, dann sind Sie ja schon mal besser als die meisten da draußen. Stellen Sie sich darauf ein, dass mindestens die Hälfte Ihrer Trades im Trading nicht funktioniert, dass die Hälfte Ihrer Trades schiefgehen wird. Das ist aber nicht schlimm, wenn die Verluste kalkuliert sind. Verluste gering halten, Gewinne laufen lassen. Das ist ja so das alte Credo. Aber was ist richtig teuer, wenn wir das ganze Spiel umdrehen? Wenn wir nicht Gewinne laufen lassen, sondern wenn wir Verluste laufen lassen? Ach ja, das kennt, der ein oder andere mag es kennen. Ach ja, Aktie ist gefallen, tiefer geht es auch nicht mehr. Die kann ja nur noch steigen. Aus kurzfristigen Positionen werden langfristige Positionen. Aus einem kleinen, kalkulierten Verlust wird ein Desaster. Warta als kleines Beispiel. Ich habe jetzt irgendwann mal einen Anruf bekommen. Was soll ich denn in der Warta machen? Ich habe zu 150 gekauft. So, bei 100 gedacht, ah ja, ne, die kommt schon wieder. Brauche nur 50% Gewinn. Dann ist sie von 100 auf 50 gefallen. Ach ja, kommt schon wieder. Ne? Muss ich ja nur verdoppeln, beziehungsweise 200% steigen. Jetzt ist sie von 50 auf 30 gefallen. Ach, jetzt brauche ich sie auch nicht mehr verkaufen. Kommt schon wieder. Ne? Brauche ja nur 400% Kursgewinn. Und selbst 30 Euro können sich nochmal halbieren. Naja, das wären dann 900% Kursgewinn. Wann hatten Sie den letzten 900% Trade? Ach, kommt schon wieder. Ja, kommt vielleicht schon wieder. Aber wann denn? In der Zeit, wo wir warten müssen, hätten wir doch schon längst woanders investieren können und da eine Menge Geld verdienen können. An der Börse geht es doch nicht darum, dass der nächste Trade ein Gewinner wird. Es geht um ein kleines, vernünftiges, wohlkalkuliertes Risiko, was wir eingehen und um einen möglichst großen Ertrag, den wir daraus erzielen. Das Chance-Risiko-Verhältnis, darauf kommt es an. Aber wie hält man jetzt Verluste gering? Als erstes, wir brauchen einen Stop-Loss. Egal, ob Sie ihn in den Markt legen oder einen mentalen haben. Ich würde ihn immer in den Markt legen. Denn es kann ja auch mal sein, dass Sie irgendwie im Urlaub sind, dass ich weiß nicht, was passiert ist. So, dass wir großer Stromausfall. Können nicht auf unser Depot zugreifen und wir haben keinen Stop-Loss im Markt. Dann ist es schwer, den mentalen Stop, den man sich gesetzt hat, tatsächlich umzusetzen. Wir brauchen einen Plan. Das heißt, wir müssen uns vorher Gedanken machen, bevor wir den Trade eingehen. Wann geht der Trade nicht mehr auf? Das müssen wir uns vorher überlegen. Und dann kommt jetzt garantiert die Einwände. Ja, aber Stops, die werden doch immer abgefischt.
Und wissen Sie was? Ich lasse mir lieber 10-mal meinen kalkulierten Stop-Loss abfischen, als einmal unkontrolliert alles zu verlieren. Denken Sie mal dran, Kapitalerhalt ist das Allerwichtigste. Und verinnern Sie sich Folgendes. Wenn Ihr Stop-Loss erreicht wird, dann hat das nichts damit zu tun, dass Sie vielleicht einen Fehler gemacht haben. An der Börse, das läuft anders. Denn Sie können an der Börse alles richtig gemacht haben und trotzdem Geld verlieren. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Da kommen wir nicht drum herum und da darf man auch nicht anfangen zu jammern. Das Erreichen Ihres Stop-Loss hat nichts mit Ihrer Persönlichkeit zu tun. Nehmen Sie sich das nicht zu Herzen. Der Stop-Loss ist wichtig. Der Stop-Loss ist unsere Lebensversicherung. Und vor allen Dingen ohne Stop-Loss wird es auch schwer, Ihre Positionsgröße zu bestimmen. Wie wollen Sie das denn machen? Wie viele Aktien darf ich denn kaufen? Mit Trading und mit Swing Trading können Sie Renditen erzielen oberhalb der Inflation, deutlich darüber. Wichtig ist, Sie müssen das Handwerk aber zuerst lernen. Und wenn Sie da Bock drauf haben, dann besuchen Sie die Steinrücken Akademie.